Die Saison beim SV Groß Grimma war in den letzten 15 Spieltagen ein Auf und Ab. Wobei das Ab die letzten 9 Spiele dominierte. Die Niederlagen gaben sich die Klinke in die Hand. Bis zur Begegnung gegen Wacker Wengelsdorf. Da schien der sprichwörtliche Knoten geplatzt zu sein und Groß Grimma ging als Sieger vom Platz. Nun stand mit dem TSV Leuna ein ebenbürtiger Gegner auf dem heimischen Rasen. Ja, ich sag mal, das ist ein Spiel auf Augenhöhe, weil Leuna steht unten drin, wir stehen unten drin. Und daher wird Tagesform entscheiden und denke auch die bessere Mannschaft am Ende. Ne? Mit dem Start in die neue Saison stürmte viel Neues, nicht nur auf die Spieler ein. Alle mussten sich erst einmal aufeinander einstimmen. Neuer Trainer, neues Spielsystem, neue Spieler, Nachwuchs mit rein und hatten auch uns von Spielern her recht gut verstärkt, schon die ganzen letzten Jahre, sodass wir eigentlich gedacht haben, wir können oben mitspielen und daher war es doch nicht ganz so. Die ersten Spiele haben wir gewonnen, ne? Und dann kam eine lange Durststrecke, ne? Weil eben diese Sachen alle noch nicht gegriffen haben und letzte Woche haben wir den ersten Sieg seit 9 Spielen wieder gelandet und denken, dass wir heute einen weiteren Sieg landen werden, sodass wir doch im gesicherten Mittelfeld die Winterpause angehen können. Einen klaren Sieg gab es an dem Tag leider nicht. Auch wenn das erste Tor bereits in der 9. Minute für den SVG fiel. Am Ende stand es 2:2. Und mit einem verdienten Unentschieden ging es vom Platz. Noch hat die Mannschaft aber ein Spiel vor sich. Die vertagte Heimansetzung gegen Merseburg 99 soll am kommenden Samstag ausgetragen werden. Nach der Winterpause ist am 17. Februar Rückrundenstart gegen Herren Gosserstedt.